Hallo liebe Aufpupper, Lichtgeschwindigkeit 2429 und dazu... Meine Lichtgeschwindigkeit am Montag, den 5. November 2012, hat noch einen Zugabenteil. Ich weiß, dass ich niemanden überraschen kann mit sowas, aber es ist hier auf dem Berliner Kurier das Thema: Tom Hanks lästert über Lanz. Wetten, dass Auftritt. Tom Hanks, der amerikanische Schauspieler, hat gesagt, wer eine Sendung macht dieser Art der Langeweile, wie die Wetten, dass Samstagabend Familienshow Lanz, der würde in Amerika rausfliegen und würde nie wieder so etwas machen dürfen im Fernsehen. Hier ist Bild. Bild ist ja verheiratet mit dieser Sendung. Das ist für sie also ein riesen Pop-Artikel, genau wie die Formel 1. Tom Hanks lästert über Wetten, dass heute, und sogar die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat das in einem aber ganz kleinen Nebenartikelchen. Und Tom Hanks ist also dann irgendwie später bei Radio Brandenburg gewesen. Und da hat er dann gesagt, irgendwie, die haben ihm gesagt, ach, er soll doch bitte mitmachen und so. Und dann musste er so eine Maske aufsetzen, so eine Kasper-Maske, Katzenmaske. Das ist das angeblich, was er hier auf dem Kopf hat. Und dann sei noch der Markus Lanz als Sackhüpfer vorbeigekommen und so. Und das fand er ganz komisch. Und Berliner Kurier hat es auch aufgemacht, nochmal extra. Hier auf Seite 6. Da. So peinlich war die Lanz-Show für uns. Da ist also Tom Hanks und diese Schauspielerin, die da mit ihm war. Und sie sind dabei, natürlich ein Buch zu promoten. Und dann ist für Tom Hanks, wenn er schon eine Viertelstunde auf Sendung ist, die Frage, was kann er da rausholen? Natürlich zum Beispiel auch noch diese ganzen peinlichen, unwichtigen Zeitungsartikel, indem er sagt, ach, mir hat es aber gut gefallen. Und dann sind die Bilder kleiner. Und wenn er schreibt, peinliche Lanz-Show, Tom Hanks macht während der Show noch gute Miene zum albernen Spiel. Also das ist jetzt hier das, was sich seine Kommunikationsmanager ausgedacht haben, wie er die meisten Quadratmeter bekommt. Und er hat hier die Quadratmeter. Nun hätte Lanz diese Fläche auch bekommen ohne Tom Hanks. Dann hätten sie, ich weiß nicht wen gehabt, wahrscheinlich Atze Schröder oder so. Also, wir haben hier immer, nicht immer, aber immer seltener, Wagner, Brief. Post von Wagner, liebes Wetten, dass, schreibt er, Franz Josef Wagner. Und das ist wirklich, so schlecht habe ich es noch nie gesehen, weil es auch alles gar nicht stimmt, was er schreibt. Also, dass er hier mit einer Freundin Samstagabend zum Italiener geht und dann Vino trinkt und dann Tiramisu isst. Die Freundin möchte ich sehen. Also, liebes Wetten, dass, Post von Wagner, du bist einfach zu lang. Nach 3 Stunden kann es nur Schlafende vor dem Fernsehen gegeben haben. Wer schläft, schaltet nicht um oder aus. Daher, denke ich, kommen die hohen Einschaltquoten über 10 Millionen. Die Frage, die sich nach Markus Lanz Shows stellt, ist, was bedeutet uns der Samstagabend? Gehe ich mit meiner Freundin essen zum Italiener oder gucke ich Wetten, dass? Beim Italiener unterhalte ich mich mit meiner Freundin.
Na, die 10 Millionen, die ihre Ehefrau zu Hause haben und dann mit ihrer Freundin essen gehen, da möchte ich sehen, was die machen. Wir haben Vino, danach Tiramisu. Nun bin ich bei der Frage aller Fragen, gucke ich Fernsehen oder lebe ich? Lasse ich mich von Markus Lanz unterhalten oder unterhalte ich mich mit meiner Freundin? Ich mag das echte Leben und nicht das falsche Leben. Herzlich, Ihr Franz Josef Wagner. Meine Güte, ist das dünn. Ich mag das echte Leben und nicht das falsche Leben. Da ist mir doch dann meine eigene Philosophie lieber, die ich sage, Leben kostet, oder etwas länger bei Helge Schneider, der hat gesagt, das Leben muss man bezahlen. Leben kostet. So, also, hier ist also die Frage gewesen, ist es zu lang, ist es zu doof? Oder ist es zu laut? Wetten, das, Tom Hanks und fröhliche Fernsehstunden mit der Freundin und der Ehefrau mit Tiramisu.